So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu Alan Wake 2. Wir sind weiter hier im Wald unterwegs. Ich muss auch sagen, irgendwie die Zeit, zu der ich das Spiel hier gerade spiele, passt wunderbar. Ja, für euch wahrscheinlich, wenn das da dann so im Mai, Juni rum released wird, von mir, ja, wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so, aber gut. Ich bin zugegebenermaßen mir nicht mehr ganz so sicher, wo wir jetzt schon waren und wo noch nicht. Das heißt, wir müssen uns das Ganze immer noch ein bisschen genauer angucken. So, als erstes gehen wir mal hier unten lang. Schade, sah für mich nach einem coolen Weg zu einem Easter Egg aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Das bedeutet. Ja. Atemlos. Oh yeah, Baby, das war gut gemacht von mir. Das waren wunderschöne Kopfschüsse. Geil. Okay, wir gucken uns hier mal weiter um. Ah, perfekt. Wunderbar. Ja, guck mal hier, perfekt. Wieder ein bisschen Munition. Klasse. Noch eine zusätzliche Batterie für meine Taschenlampe. Woo! Ich bin sehr glücklich. Noch eine dieser Lunchboxen. Eine Lunchbox! Yes! Manuskriptseiten. Oder Fragmente. Ich blickte auf das wogende Wasser hinab. Das Mondlicht tanzte über jede einzelne kleine Welle, ein schimmerndes, tanzendes Band aus Licht. Allein und frierend umarmte ich mich und seufzte. Oh Gott. Ich dachte an ihn. Dann beruhigte sich die Oberfläche des Sees und wie ein Gespenst war er da. Sein Gesicht, das mich anlächelte, spiegelte sich im Wasser. Ich sah auf, wagte nicht zu glauben, dass es wahr war. Aber das war's. Er war da. Meine Liebe, mein Retter, mein Schreiber. Geilo! Dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Ah, geil. Geil, geil, geil. Aber ich muss sagen, das ist wieder so ein Spiel, das muss man einfach genießen beim Spielen. Da darf. Also wer hier durchrusht, der hat kein Herz. Sage ich ganz ehrlich. Der macht was sowas von falsch. Ja, Witches Hut ist ja. Nee, da will ich nicht hin. Wo sind wir denn jetzt hier hinten? Ah. Ich muss halt sagen, gegen diese Viecher, ich weiß nicht. Also klar, diese Viecher sind auch nicht schlecht. Lord Ich Generous. sollte hier weitersuchen. Okay. Aber hier waren wir doch schon. Moment mal, wie bin ich denn? Moment. Ah! Ich bin hier lang gelaufen und hier wieder hoch. Alles klar. Übergang. Ah, dieses optionale Ding, untersuche den vorher gefluteten Bereich. Wo war denn der? Scheiße, da muss ich noch hin. Ich sollte hier weitersuchen. Aber hier war doch nichts vorher geflutet. Hä? Verstehe jetzt nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen zu blöd für. Ich finde es aber cool, wie hier vorhin diese Tür diesen Weg versperrt hat. Damit das Spiel verhindert, dass wir der Situation von hier begegnen, sondern dass wir von vorne reingehen. Finde ich ganz interessant. Was? What the fuck? What the fuck? Wo kommt das Geräusch her? Bin ich bekloppt? Ich hab da einen Schuss im Ofen. Scheiße. Ey, wir spielen ein bisschen Fußball. What the fuck? Wo kommt dieses Geräusch her, Augenblick? Ich muss einmal ums Haus herumlaufen. Entschuldigung. Das ist doch schon wieder. Moment, ich muss einmal außen rumlaufen. Entschuldigung. Hä? Ich verstehe hier gar nicht mehr. Okay. Wasser aus dem See spielten Karten.
Leben. Yes. Gut gezielt, sagt der Spiel. Ja, aber das hat ja super funktioniert. Hey, wie funktioniert denn das? Das zieht. Hä? Fuck. Das habe ich versaut. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die überhaupt... Also, weil ich hatte nicht dieses... Ach, ficken. Scheiße. Das habe ich jetzt richtig hart versaut, glaube ich. Mist. Da habe ich jetzt diese ganze, ja, diese ganzen Batterien habe ich alle gewastet. Fuck. Fick mich. Scheiße. Das war nicht gut. Boah, da würde ich jetzt am liebsten irgendwie nochmal einen Speicherpunkt laden, das nochmal neu machen, aber das kann ich nicht. Mist. Ärgerlich. Aber ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem Geräusch auf sich hat. Muss ich ehrlich sagen. Ja, guck mal, dieses Geräusch. Das muss ja hier auf der Seite irgendwie außen sein. Hier drüben. Muss ich auch mal kurz außen rumlaufen. Schwierig. Ja, gut. Ah, okay. Das Licht stellt ein bisschen was wieder her. Wunderbar. Komme ich denn da hin? Muss außen rumlaufen wahrscheinlich. Oh. Dann gehen wir da mal hin. Lal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 a. Naja, das war dumm. Scheiße. Noch einer? Ach komm, fuck you, Game. Oder ist es jetzt, weil ich den Bereich verlassen habe? Ach komm, fuck you, Game. Ich glaube, das ist, weil ich erst neu wieder... Ich glaube, das ist, weil ich den Bereich verlassen habe. Ach, das ist ja dumm. Ja, der perfekte Moment. Okay, ja, ich hau ab. Tschüss. Ich gehe jetzt. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Nee, bin ich nicht. Wir sehen uns am Parkplatz. Optional. Ah, lol, ich hab's geschafft. Okay. Gut. Dann kehre ich jetzt zu Bright Falls zurück. Okay. Mehr war da nicht. Gut. Passt. Okay, das heißt, solchen Kämpfen kann man einfach aus dem Weg gehen, muss ich bemerken. Ich muss nur, also ich darf nur die Kämpfe eingehen, die wir eingehen müssen. Ah, und hier geht die Party ab. Ah, alles klar. Was heißt denn das hier? Was ist denn hier los? Ist hier ein Notfallsignal oder wurde hier was manipuliert? Was ist denn hier los? Okay. Okay, je weniger man weiß, desto besser. Ey, das sieht halt geil aus. Ich glaube, das werde ich nur noch 8000 Trillionen Milliarden mal sagen. Mehr nicht. Man muss ja nicht übertreiben. So, ab nach oben. Okay, ab nach oben. So, na dann gehen wir doch mal zum Parkplatz. Boah, Alter. Das ist ja alles übel. Haben wir hier drüben irgendwas? Ja. Haben wir. Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Ich habe es endlich zum Cauldron Lake geschafft. Mit der passenden Ausrüstung und meinen Talenten war der Zaun leicht zu überwinden. Nächstes Ziel, der seltene und schwer zu findende Orangefleck. Waldsänger. Es ist zwar schon ein bisschen spät in der Saison, aber hoffentlich kann ich ihn noch erspähen, bevor er seine Reise in den Süden antritt. Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei den Vögeln in der Umgebung festgestellt. Sie wirken aufgeregt und schwärmen um den See herum. Es sind keine Raubvögel in der Nähe.
Allerdings trägt der Wind einige seltsame Geräusche heran. Nichts, was ich wiedererkennen oder erklären könnte. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Platz suchen, der sicherer ist. Die Geräusche kommen immer näher. Bis ins Landsinnere gezogen. Das Laub ist unglaublich. Ich muss im Herbst wiederkommen. Ich musste einfach eine Skizze von diesem prächtigen Bergahorn anfertigen. Allein wie die Langäste, die langästige Bartflechte herunterhängt. Deshalb sind Bäume besser als Menschen. Apropos, ich habe vorhin einen Trunkenbold durch den Wald torkeln sehen. Hat sich ziemlich seltsam verhalten. Vielleicht war er auf Drogen. Ich habe jedenfalls Abstand gehalten. Ich sollte mir wohl einen anderen Platz suchen. Wie lästig. Nachdem ich diesen verrückten Kerl gesehen hatte, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hochzugehen. Ich habe einen fantastischen Aussichtspunkt zum Zelten gefunden, aber ich bin mehr an diesem Alaska-Zwiebelgras interessiert. Es breitet sich zwar stark aus, ist aber essbar und überraschend lecker. Vor etwa 10 Minuten habe ich ein paar Wölfe oder Wildhunde gehört, doch sie klingen seltsam. Tollwut vielleicht? Ich will los, aber die Sonne geht unter und mein blödes Telefon ist tot. Ich werde mich im Zelt verstecken und hoffen, dass sie verschwinden. Etwas stimmt hier wirklich nicht. Okay. Aber mehr nicht, oder? Irgendwie noch, weiß nicht, ein bisschen was zur Belohnung? Nicht? Okay, dann nicht. Schade. Gehen wir mal weiter. Das haben wir beim letzten Mal übersehen, glaube ich, oder? Oder kommt da wirklich noch was Neues hinzu? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, hier sind die Mates. Dann gehe ich noch mal ganz kurz hier oben eine kleine Schleife. Laufe hier einmal so ein bisschen im Kreis. Vielleicht haben wir hier noch was. Erinnert mich so ein bisschen an Firewatch. Da hat man ja auch mal so ein bisschen im Wald das alles erkundet. Also nicht. Ich bin hier noch nicht fertig. Ach so. Ja, das sagst du jetzt. Aber was, wenn doch? Ja, gut. Fahren wir zurück. Wollen wir es jetzt. Wollen wir die Geduld unseres Kollegen nicht überstrapazieren? Rein da, liebe Zeit. Oh ja. Yeah. Allzeit bereit. Mr. Wake. Wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut, ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Hm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gato der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Ich dich auch, Schatz. Willst du nochmal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Ja. Das machen die gern, ne? Das haben die einstudiert. Da sitzt da also unser Alan Wake. Irgendwie geil. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann ihren Namen darunter erkennen. Tja.
vergeudet. Ja, Scratch. Scratch, Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wayne? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht. Ich erinnere mich. Oh, oh. Danke, willkommen. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet. Willkommen. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer begleitet uns unsere Hausband Spätabends. Of Asgard. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. Oh. War ich bereits das in der Show gewesen? Der Schatten da sieht ein bisschen kaputt aus. Kommt der überhaupt her? Hä? War hier mal ein Fenster in der früheren Version? Ja, warte mal. Der steht doch, oder? Nee. Etwas zog mich zum Fernseher. Ein Drang, den Bildschirm zu berühren. Ja, gleich. Ah, das ist eine Schleife. Ah. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Mein Gott, sieht ja schlimm aus. Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Mein Gott, das ist völlig durcheinander. Oh Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lang im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da... Da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben.
Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Sehr also, meta. Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room, gefangen. Und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so, ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh, wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Oh je. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier. What the fuck, Alter? Hallo? Hallo? Scheiße. Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich auch. Ich musste nach Hause. Zu Alice. Warte mal, das hier ist ein Foto, ne? Ja, ja, klar. Das ist logischerweise ein Foto. Völlig klar. All goods of Asgard. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe in ihr ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Alter, diese Reflexion da unten, guck dir. Au! Miau! Ist das großartig. Ich liebe Gaming. Weil es einfach so geil aussieht. Nur weil man Shit erleben kann, den man sonst nirgendwo erleben kann. Wie beispielsweise draußen rumzulaufen. Das geht nicht. Okay, ich habe absolut gar nichts, keine Munition. Ich habe nichts. Das ist schlecht. Und ich habe auch keine Muni. Okay, hier ist ein wunderschönes Maßband. Aber die Treppen. Ja, guck mal. Hier, guck mal, hier fangen die Treppen so ein bisschen an zu flimmern. Ich glaube, das liegt am DLSS. Glaube ich. Dass dann so ein bisschen anfängt. Aber guck mal, hier sieht dann absolut clean aus. Nur so an den Rändern ein bisschen. Also, man merkt, glaube ich, schon so ein bisschen die Nachteile von DLSS, aber. Alter, dafür läuft es halt so unfassbar flüssig auf 4K. Das darf man halt niemals vergessen. Dass das halt fucking 4K ist, Alter. Das ist schon insane. Okay. Gehen wir mal hier runter und gehen wir mal hier rüber. So. In between with Mr. Door. Okay. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Meine Interpretation. Hm? Ah, guck mal, sogar mit Minibar. Ist ja geil. Kann man die Energy Drinks ein bisschen kühl halten. Old Gods of Asgard. Ah, guck mal, das war hier die von Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. 665. Oh. Oh, Entschuldigung, warten Sie. Ich richte das wieder hin. Moment, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Ah! Kopf ab. So. Na, dann gehen wir mal, ne? Wiedersehen. Perfekt. Aus hier.
Das war übrigens der Code, der da an der Wand stand, nur so. Ich habe einfach mal geraten und da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Ja. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Würde ich auch sagen, das ist unmöglich zu sagen, meine Freunde. Scheiße. Okay, aber mehr war hier auch nicht. Aber auch so, ich muss halt sagen, seitdem es halt Raytracing gibt in Videospielen und so diese gesamte Technik immer mehr Einzug gehalten hat, finde ich, seitdem machen sich auch Entwickler gefühlt viel, viel mehr Gedanken darüber, wo sie Lichter platzieren, um es mal so zu sagen. Also ne, man denkt so ganz bewusst drüber nach, okay, wie könnte ich jetzt meine Lichter so platzieren, dass der Raum möglichst geil am Ende aussieht mit der Beleuchtung. Und ich muss sagen, oh Gott, was passiert? Oh Gott. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Ja. Okay, na dann. Tschüss. Wiedersehen. Oh, das ist schlecht. Ah, ich bin im Haus. Geilo. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Ach so. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Oh. Initiation Draft 1. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ach so. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Musste auch gar nicht. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. Handlungstafel. Okay, wir haben wieder Ziele 1. Ja gut, wir können ja offensichtlich nur schreiben. Mehr gibt's ja nicht. Ich muss sagen, Schriftsteller ist ein komischer Beruf, finde ich. Weil man halt einerseits unter Druck steht, aber andererseits hat man halt auch die Möglichkeit... Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Scheiße. Ja, dann gibt er sich da nicht rauskommen, das war ja völlig klar. Alter, wie das hier so. Ach Mann, ich. Okay, das ist halt immer noch, aber so ist das halt. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und,
Was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaptionen. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Diese Overlay-Technik ist schon geil. Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Oh no. Jetzt sind wir wieder hier. Fantastisch. So, mal gucken, ob wir es diesmal rausschaffen. Mein Gefühl sagt mir nein. Vielleicht muss ich diesmal schneller sein als beim letzten Mal, aber ich laufe trotzdem wieder mal hier hinten lang. Hier liegt was. Nee, hier sind einfach nur ein paar Klebereste. Fantastisch. Okay. Okay, hier hinten ist leider immer noch nichts. Aber das kann ja noch weniger werden. Wir gehen mal hier durch und dann gehen wir hier nach rechts. Können wir hier raus? Nee, natürlich nicht. Es war so klar. So, Old Gods of Asgard, ja. Guck, hier hinten stand damals das mit der 665. Muss sagen, Remedy sind halt in meiner Meinung, also sind meiner Meinung nach immer noch so die Top-Entwickler, was solche Story-Driven-Games angeht, so. Die sind da ganz, ganz weit oben. Oh Gott. Was? 6665. Ach so. Ups. Nicht? Was denn dann? Die Uhrzeit? Nee. Schwierig. Okay, was ist jetzt hier? 5, 6, 5. Ah, okay. Dann ist es 5, 6, 5. Na, wenn mir das Spiel das auf diese Weise mitteilen möchte, dann vertraue ich dem Spiel natürlich. Okay, 5, 6, 5. Wunderbar. Das hat geklappt. Ein absoluter Traum. Okay, dann müssen wir hier um die Ecke. Oh Gott, ich habe mir kurz am Kopf gekratzt. So, lieber Fernseher, hast du etwas für uns jetzt hier zur Verfügung? Ne? Okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Freude daran, als Alan Wake mich beobachten zu dürfen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Alter, jetzt habe ich Schluck auf. Was ist jetzt hier los? Das bedeutet in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.